Hallo und willkommen zurück. Ich erinnere mich wieder, jetzt kam nämlich gerade die Nachricht, dass der Geist von Lilly schwindet. Wir wissen ja gar nicht, wo die gestorben sind. Die waren ja einfach weg. Da war ja was. Das habe ich ganz vergessen. Der Chris macht immer noch seine Hausaufgaben hier. Obwohl er übelst Hunger hat, müde ist und duschen müsste. Und allen anderen. Bobby ist irgendwie manchmal komisch. Mal, was ist los, bitte? Hast du deine Hausaufgaben beendet? Nee, noch nicht. Frag mal, was los ist. Oh, Ponish Minrab. Mal küssen. Dann wirst du dir was zu essen nehmen, bitte. Wie sieht es denn hier schon wieder aus? Ja, ich würde das gern einmal aufräumen. Dann wirst du eine schnelle Mahlzeit essen. Hähnchennuggets, finde ich gut. Und dann kannst du deine Hausaufgaben weitermachen, weil offensichtlich willst du ja nicht schlafen. Dann musst du halt morgen umfallen. Das ist auch okay. Die Nevia geht jetzt, schläft jetzt. Die kleine Maus schläft auch noch. Ja, mach du mal, während Chris sich Hähnchen-Nuggets macht. Eine Chaos-Familie. Was mich bei Ede echt wundert, ne? Der ist jetzt. Ich sehe es halt gar nicht, wie alt er ist, ne? Senior. Machen wir Statistik. Nein. Nein. Wir können nicht sehen, wie viele Tage. Er hatte nur 5 Techtelmechtel. Ist nur 7 Mal geküsst worden. Das ist schon traurig, Ede. Das ist schon echt traurig. Nee, aber der Ede, der stirbt einfach nicht. Seitdem wir ihn wieder belebt haben, stirbt er einfach nicht. Nun gut. Genau, du isst jetzt, dann machst du deine Hausaufgaben noch fertig, dann kannst du duschen gehen und gleich noch ein Nickerchen machen, bevor du in die Schule musst. Ansonsten musst du dann halt stinkend und müde in die Schule gehen. Auch das ist in Ordnung. So, der Ede schläft. Dem geht's super. Die Nivea schläft auch. Das Kind müsste eigentlich auch bald wach werden. Wird hier gebettelt oder was? Das ist ein bisschen nervig, oder? Chris? Dann lass es stehen und vielleicht fressen die es dann. Mach deine Hausaufgaben. Oh Mann, was ist denn heute hier los? Ne? Habe ich einmal die Balkontür auf beim Spielen? Da ist hier Action. Hast du die jetzt abgeschlossen? Hast du das sehr schön. Dann kannst du sie einstecken. Im Inventar platzieren, bitte. Danach kannst du schnell duschen gehen. Ja. Huch. Mal schnell duschen. Und dann kannst du, vielleicht sinnvoll hier unten gleich das Nickerchen zu machen. Nickerchen machen.
Ede pennt noch. Nee, wer pennt? Jessie, wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Ja, Chris fühlt sich unwohl. Wegen müde. Loomish. Fanservice. Uminu atwaya nevnavia fisvar. Zeragua. So. Jetzt kannst du schlafen gehen. Also dich nochmal ein bisschen hinlegen. Weil du ja mitten in der Nacht aufstehen musstest, um deine Hausaufgaben zu machen. Hat dich ja keiner gezwungen. Oh, jemand ist wach. Um genau zu sein, die Jessie. Und die möchte den Ede wecken, das Ganze machen. Was ist denn? Was ist echt eine Obermeise? Wir verfolgen Jessie. Die noch kurz drüber nachdenkt, ob sie den Ede wirklich wecken will. Sich jetzt entscheidet, ja, das möchte ich. Geburtstag von Chris naht. Okay, Jessie. Geh den Ede wecken. Der kann das ab. Der Ede, der hat es schon so oft durchgemacht mit den Kindern. Das hebt den gar nicht an. Denke ich. Oder Ede ist schon wach. Wer hat denn den Ede geweckt? Doch nicht einfach der Hund. Ja. Umarm. Da wollte Jessie ganz cool den Ede wecken. Und dann hat's Bobby schon gemacht. Was machst du? Zuschauen. Ach, weißt du, der Ede, der kriegt das schon hin. Du musst gleich auf in die Schule, ne? Oh, 2 Stunden, okay, du kannst ein bisschen schlafen. Die Nivea schläft auch noch. Der Ede kümmert sich ums Kind. Nee, jetzt nicht mehr. Was möchtest du denn machen? Mit Puppen spielen mit. Na gut, mach das mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ups, auch dir geht's gut. Dir geht's gut. Und Nivea, da geht's richtig gut. Guten Morgen. Ach ihr, hier ist was los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ein Chaos. Ein völliges Chaos. Ich weiß gar nicht, wer hier was macht. Der Chris geht jetzt die Kleine überprüfen, aber der muss ja eigentlich in die Schule. Die Kleine benutzt ihre Windel, obwohl sie vorher schon mal auf dem Topf saß. Nun gut. Jetzt möchte die Kleine was? Mit Stapelblöcken spielen. Okay. Der Chrissy muss gleich in die Schule, hat keinen Spaß. Vielleicht hast du dann in der Schule ein bisschen Spaß. Und Ede ist traurig. Schalt mal bitte aus hier. Und du könntest mal Frühstück servieren. Frühstückseierlei. Mach das mal, Ede. Was ist mit Mindy schon wieder los? Weiß kein Mensch. Der Ede geht jetzt kochen. Ja, der alte Mann hier,
im Haus, muss immer kochen, muss sich um alles kümmern. Okay, sehr schön. Die Kleine kann jetzt Treppen steigen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, Ede, was kochst du uns denn Schönes? Machst das ganz toll. Was auch immer das ist. Nun gut. Was? Ede? Holla, die Waldfee, was machst denn du? Huch. Seit wann kannst denn du sowas? Konntest du das schon lange? Ede? Moment. Ich würde gerne auf dich umschalten. Jetzt hat sie es gleich aufgehangen vor lauter Schreck. Kannst du mal zum Essen rufen? Ede, ruf mal zum Essen. So, Ja, Edeboy. Essen. Komm jetzt. Essen. Ein Gericht nehmen. Und die Kleine kommt schon. Langsam, aber sie kommt. Mindy kommt auch. Weil wenn es Fressen gibt, ist Mindy nicht weit. Mindy hatte sich nur noch kurz im Aquarium festgeklitscht. So. Ist eine liebende Mutter, ne? Die latscht schon von weg, während ihr Kind versucht, hinterher zu gelangen. Zack. Ja, Mindy. Bobby, was? Okay. Ach Gottchen, die Kleine. Muss hier ganz allein die Treppe runterkraxeln. Der Ede ist bestimmt schon fast fertig mit Essen. Der kann dann mal. Ja, das wird schon. Ihr seid hier schön am Essen. Das freut mich sehr. Ist ja da beinahe noch die Kleine um ihr Rand. Nee, du brauchst nicht zuschauen. Du kannst mal. Moment. Was ist los? Das kannst du mal wegwerfen. Ach so, der muss bloß strullern. Gut. Mindy muss auch strullern. Und dann kannst du hier mal aufräumen. Und das hier mal aufräumen. Bobby hat Hunger, der müsste aber eigentlich noch fressen haben. Füllen und Tier rufen, Bobby. Hat die Kleine jetzt was zu essen? Mein Gott, die mit dem Gehub. Galpalangi. Ja, die hat was zu essen, sehr schön. Hier ist eine Lautstärke im Hintergrund. Unfassbar. Verwelkte Pflanze entsorgen. Der Edel kümmert sich jetzt mal so ein bisschen um diese Sachen. Und dann kannst du das weglegen. Ja. Sonst muss der Edel ja eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Dem geht's ja eigentlich gut. Du musst was machen? Achso, du alle bei 5 Kämpfen mitmachen. Wow. Okay. Der Ede stellt das jetzt weg. Moment, wie geht's denn dem Kind? Dem Kind. Dann kann der Ede der kleinen. Mehr Auswahl, freundlich sprechen beibringen. Bitte sprechen beibringen. Da ist es doch.
Wenn die Nivea die Mindy streichelt. Sehr schön. Oh Mann. Gut. Sonst geht's Mindy gut? So mit Katzenstab spielen. Während der Ede sich um deine Tochter kümmert. In der Küche. Weil wo sonst, ne? Aber sie ist schon echt hübsch, ne? Ja. Haben sie sich Mühe gegeben. Das war von Roman, ne? Das war doch die nette Aktion. Genau. Ja, genau. Warum ist denn jetzt traurig? Nase voll von Wörtern. Okay. Ja, das wird schon. Oha, Chris, dir geht's ja richtig schlecht. Erfüll das Bedürfnis sozial. Erfüll das Bedürfnis Spaß, du tust dir nur vollenden. Gut. Gut, dann kannst du jetzt damit aufhören. Kannst mit ihm spielen. Ede? Ede möchte lieber Bobby streicheln. Ach ja. Mal liebevoll im Arm. Wie geht's dir sonst so? Und sonst geht's dir eigentlich ganz gut. Bücher, Hilfe, Windel, hoch, herbeirufen, Getränk. Hilfe. Alles gut. Ja. Alles gut. Was machst du? Nackt vor der Dusche stehen. Auch das ist in Ordnung. Wenn es dir Freude bereitet, dann tue das. Ein Gott. Ja, die steht tatsächlich einfach nur nackt vor der Dusche. Während Ede lieber den Hund anguckt als die Kleine. Oh Mann. Ja. Gewöhn dich schon mal dran. In dieser Familie wirst du komplett ignoriert. Es ist einfach so. Du hast gar keine Chance. Ja, es tut mir so leid, aber es ist so. Ich mache einen Cut für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.